Servus, Basitox hier. Willkommen zu einer neuen Folge von World War Z mit dem guten alten Tim. Hallo. Und wie ihr seht, sind wir heute nicht mehr in New York, sondern in Jerusalem, wo auch eine der geilsten Szenen überhaupt im Film spielt. Marco, wie siehst du die Mauer oben links, Marco? Ja, was denn? Das ist genau die Szene nach der Szene, was also. Oh ja, Alter, geil! Das wollte ich dir schon. Deswegen habe ich auch am Anfang so gezögert mit der Begrüßung, weil ich mir das gerade überlegt habe, als es in dem Trailer war. Da war oben rechts am Anfang vom Trailer war diese Mauer eingebrochen und dann habe ich genau an den Film denken müssen. Ich werde jetzt wahrscheinlich schnell diese Szene da aus dem Film einblenden. It's too loud. Coming over the top! Genau, jetzt ist die Szene auch schon wieder vorbei, Alter. Boss. Ja, ich sehe es. Ganz viele. Aber also wie die Charaktere aussehen, gefällt mir schon mal viel besser, weil die alle so militärisch sind und die anderen waren ja nur so Zivilisten-Scheiß, Alter. Zivilisten-Scheiß, wie du ja, was soll denn das? Ja, also ich bin bei Games immer mit Herz und Seele oder wie auch immer man das sagt dabei. Ja, mit Herz und Seele dabei. Also heute habe ich es aber auch mit den Sprichwörtern, ne? Vorne, wo ich nicht aufgenommen habe, die ganze Zeit irgendeine Scheiße gelabert, so über den Schatten springen. Mhm. Ja, er hat über den Schatten. Ne, über den Schatten hinauswachsen, gell? Über den Schatten hinauswachsen, ja, genau. Und ich sage so, entweder Marco über den Schatten springen oder entweder über sich hinauswachsen. Von welcher Richtung kommen die? Weiß ich nicht. Ah, das ist das Ding. Ich sehe es. Ah ja gut. War ja klar, da wo nicht die Tür ist. Wenn wir hallo, hier oben bleiben, sind wir eigentlich safe, oder? Dann können die nur durch zwei Treppen kommen. Außer die kommen wieder wie von hinten. Wie so richtige Moloks. Ja, nee. Was sollen das? Aber ist auch Muni. Ich wollte gerade sagen, ist ja eigentlich irgendwo Muni. Aber ich finde, ich muss auch sagen, ich habe ja am Anfang tut man sich so ein bisschen schwer selber aufzunehmen, weil das heißt. Leute, oben ist ein Screamer, was anderes ist, als einfach dabei zu sein, wie zum Beispiel in Fallout. Genau das Problem habe ich aber umgekehrt. Ich tue mir schwer. Ich meine, klar muss ich die Leute jetzt auch entertainen, ich meine, im Video dabei. Aber ich tue mir ein bisschen schwer, ein bisschen weniger zu reden und dir mehr das Ding zu überlassen. Weil du bist ja schließlich der aufnimmt, da musst du auch dein Gameplay ein bisschen kommentieren und sowas. Und da fällt mir das ehrlich gesagt ein bisschen schwer, das nicht bei mir zu machen. Ich sag zum Beispiel oft Sachen so, hab ich da jetzt gerade verkackt, schaut mal. Und denk, denke ich mir dann so, what the fuck? Können die Leute nicht sieht sehen. Sieht doch keiner. Ja, Marco, genau das Problem habe ich umgekehrt, wie du anders. Krass. Ja, ich meine, ich weiß noch, wo ich das erste Mal dabei war bei Fallout selbst, war ich schon wieder so, oh Gott, hoffentlich sage ich keine Scheiße, wo ich mir dann denke, hätte ich auch alles rauscutten können, theoretisch. Aber es ist halt trotzdem irgendwie angespannt. Das ist dann vielleicht etwas schwächer, aber trotzdem ein ähnliches Gefühl, wie wenn man so von einer Menge Leute reden muss oder sowas. Meinst du jetzt, kennst wenn ja du so ein Referat oder so. Ja. Ja, also zumindest beim Anfang. Jetzt ist es, oh Gott, was war das? Ist für mich jetzt nicht gewesen. Ich war eigentlich von Anfang an schon relativ gechillt. Ja, aber, jetzt geht's auch vollkommen, ja. Aber ich muss halt erstmal reinkommen hier. Die ersten paar Folgen und dann. Jetzt finde ich, bin ich so drin mit dir ein paar Zombies abschlachten. Ja. Geil, Alter. Und dabei reden. Das Ding ist halt, ich. Da muss ich die Tür schließen. Los, komm ja, rein. Mach mal. Ah, cool. Cool. Endlich habe ich diese doppelläufige Schrotflinte gefunden.
Ich hol mir die Ketten. Ach, der hat jetzt die Ketten. Das bin ich. Hihi. Ich bin auf dem Balkon. Und schütze Green Gold. Ich war. Lol, da ist einer in so einer Zelle. Ich bleib bei ihm, ich hab keinen. Ja, Bock. Das. Ist das der? Ich hab nicht zur Fernkampf. Da ist ein Schreier weiter hinten. Ich kann ihn nicht killen. Ich hab nur eine Schrotflinte. Schrotflinte. Die sind hier überall. Ich werd drin im Haus. Ja, ich komm runter. Digga, wie er da drin so Diagramme an seiner Wand hat. Tja, an dieser Glaswand, ne? Ja, ja. Hat jemand schon den Schreier? Ja, ne? Ich check nicht, warum wir zumachen müssen. Wir können auch theoretisch einfach alle oben im Platz lol. Bei sowas finde ich auch nicht so geil hier in so einem Haus. Das erinnert mich irgendwie an diesen Zombie-Mode von Call of Duty, weil da musst du auch immer die ganzen Fenster verbarrikadieren und so. Bin ich nicht mal so der Fan von. Nee, ich wäre also. Ich will bloß nicht, dass die aus allen Ecken kommen. Checken mal, wo wir fighten. Ich bin die ganze Zeit nur hier drin im Haus. Ja, ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt auch mal hoch. Weil, keine Ahnung, von unten. Ich weiß es nicht. Sie sollen doch reinkommen. Wir sind hier oben einfach relativ safe. Ach, hier kann man raus. Lol. Ja, ich folge dir mal, ne? Oh nein, ich bin runtergefallen. Oh Gott. Ach, hier unten ist Muni. Deswegen sollten wir vielleicht unten bleiben. Naja, gut. Ja, ich bin auf der anderen Seite runtergefallen. Besser. Da war ich, Marco. Oh lol, was ist das denn? Boah, Alter, der Typ hat gerade fast unser Teammate angegriffen. Angekissen. Lol. Bei mir, die kommen jetzt. Ich hab ein Automatikgeschütz aufgebaut. Nice. Irgendeine Barrikade ist kaputt gegangen, die kommen. Ja, die in der Mitte. Oder? Nee, hä? Die geht doch noch. Hä, hey, wieso will der nicht sterben? So. Nervige Nachladen. Ich hol mal schnell noch mein Muni. Ich geh jetzt hinterm Schreibtisch und baller jeden Zombie ab, der reinkommt. Oh lol, einer ist drin. Nee, mehr dann. Ich hab auch ja, jetzt gewehrt. Ist die Tür auf. Nee, ich hab eine Kampfhütte. Ah, ich bin tot. Ah, ich hab mich außerhalb. Wow. So einen Scheiß. Ich hab die Barrikade zugemacht und wurde außerhalb rausgeglitscht. Hm. Und das hat jetzt was bedeutet? Ja, dass ich dann die Barrikade zugemacht habe, aber dann draußen bei den Zombies war. Ja und, was? Wie kamst du denn wieder rein? Ja, ich hatte die Barrikade wieder aufgebrochen. Oh. Ich wusste nicht, wie viel ich da bin. Weil ich Angst habe, dass hier gleich so... Suche im Konsulat und Krankenhaus nach den Aktentaschen. Ja, okay, hier nicht mehr. Warum müssen wir denn jetzt Aktentaschen sammeln, Junge? Ja, Junge, das ist ein Doktor. Wir sollten lieber Beeren und Früchte sammeln. In der Stadt, oder? Ja, jetzt, du weißt, was ich meine. Der ist mir schon klar zum Überleben. Überleben? Ah, warte, ich hol mir die AK. Nein, wer hat sich die AK genommen? Du, oder? Ich glaube, ich bin im Konsul. Ja. Ekelhaftes Stück, du. Ich bin jetzt im Konsulat. Ah, ja. Überall israelische Flaggen. Mm. Oh, das ist aber schön. Das Konsulat sein. Ah, ich bin down. Was machst du denn, Marco? Du läufst ja so rum. Hey, ja, ich wollte mich gerade umdrehen, also sei mal ein bisschen freundlicher hier. Was soll das? Ich bin low. Ich bin down schon wieder. So er ist. Oh, Boss. Oh Gott, Boss. Danke. Wer auch immer das gerade gemacht. Ich kann bin vom Boss. Hilfe! Ich komme, Marco! No homo! Ja! Okay, ich lebe. Geil. Timing. Okay, das können wir nicht. Was? Ich suche die Aktentaschen. Okay. Ich laufe auch mal. Es sind ja auch Zombies, ja. Geil. Wo ich mir dann so denke, in einem Krankenhaus, wieso sind da welche? Weil, ja, okay. Marco, wegen dem Spoiler her. Das ist Konsulat, Marco. Ach so, ja, stimmt. Ich war gerade so übelst wegen so, ja. Hä, sicher? Ja, stimmt. Weil. Ist doch klar, Marco. Ja. Weil du gerade vorhin irgendwas. Und alles. Ruiz! Weil du. Weil du vorhin ja irgendwas gesagt hast, von wegen diesen. Aktentaschen und so. Ja? Ja, dachte ich mir also, medizinisches Zeug, weil er ist ein Doktor. Hä, wo sind denn jetzt alle? Wo seid ihr? Bei mir! Ich versuche ihm gerade die Aktentaschen zurückzubringen. Ich glaube, die muss ich ihm bringen oder so. Hä, aber wir brauchen ja irgendwie zwei oder so.
Ja, trotzdem, ich glaube, du musst ihm erst die eine bringen. Hä, ist der da daheim geblieben? Ja, hey, weil er ein Opfer ist. Also ich bin gerade komplett lost, ne? Ah, Ehrenschall. Wie viel Leben hast du noch? Ja, okay, ich hab richtig wenig. Schläfst du, da ist die Aktentasche? Ja, ich bin blind! Oh, Marco! Ja, ey, nee. Er läuft also die ganze Zeit vorbei. Also, es gibt ja schon, es gab schon viele Folgen, wo ich lost war, aber das ist jetzt bis jetzt die Folge, wo ich am meisten lost bin. Marco, muss bedenken, das ist jetzt diese und vorherige Folge. Nö, davor habe ich super performt, Alter. War das mit dem Sprichwort, Marco? So, können wir endlich in die Tür da rein? Wir müssen wieder verbarrikadieren. Nee, wir müssen den Typen eskortieren. Ach so, okay. Mann, ich bin schon wieder komplett woanders als ihr. Er schießt sogar. Hä, nee, da ist ein Keller. Ich will nicht in den Keller. Hey, ich komm nicht zu euch hoch. Warum nicht? Ja, weil ich keine Treppe find. Hier ist die Treppe doch, Marco. Ich komm nur noch unten. Okay, ich muss zugeben. Gott, ich bin, also, ja, ich hab's gesehen. Nein, Marco, ich muss zugeben, die Treppe ist auch scheiße. Die hab ich vorhin auch nicht gefunden. Nee, ich bin einfach lost. Lol, er hat seine Tür aufgemacht, der Affe. Jetzt ja, knall ich ihn ab. Wo kommt denn jetzt unser Mann-Teammate? Komm doch hoch. Junge. Ich muss mich jetzt gleich mal muten, wenn ich die ganze Zeit muss. Komm, Doktor, ich beschütze dich, Alla. Wie heißt der Green Gold, Junge? Da ist jetzt Willi. Willi? Okay. Ja, Willi. Der geile Willi. Marco, oh nee, stopp! Okay, das piepst sich raus, ne? Nee, das lässt du drin, Marco. Nein, das wäre zu peinlich für mich einfach. Ich meine, so lustige Sachen bei dir lasse ich gern drin. Ey, geh mal weg da jetzt! Digga, wer war Mano? Was denn? Nimm die Kackensäge und töte die Zombies. Hä, ich werd immer rausgehauen aus der. So. Ja geil, jetzt wo alle weg sind. Viele. Mann, wo sind denn die ganzen Affen? Einmal macht keinen Sinn, dass einen müssen alle brennen, wenn ich da so einen Molotow reinwerfe. Junge, wir haben gerade überhaupt nicht auf den Doktor geachtet, ne? Der wurde gerade von so einem Zombie angesprungen und halbwegs getötet. Dann habe ich weggespanscht, Junge. Hä, hey, der Doktor muss auch mal selber in seinem Leben was können. Ja, der hat aber nur eine Pistole. Während wir mit so einer Kettensäge rumlaufen. Mit einer Pistole auch was können. Ja, er kann ja auch was mit einer Pistole. Wow. Ja. Ganz ruhig. Was ist das denn hier? Kampfgewehr, das sieht aus wie eine Scar. Ja, danke. Digga, jetzt hat sie sich unser. Ich wollte gerade sagen, hat unser Teammate, aber da habe ich mich aufgehalten, weil ich gemerkt habe, dass du das bist. Nicht aufregen, Ratte. Rotte. Aber ich finde die Stimmung beim Aufnehmen wird immer gechillter, je öfter wir aufnehmen, ne? Ist so. Weil ganz ehrlich. Ich inzwischen sehe ich das Aufnehmen schon nicht mehr so als Job und Anstrengung an, sondern einfach nur noch als entspanntes Zocken, wo ich halt nebenbei ein bisschen kommentieren. Es macht halt echt Bock, ne? Also kann man nichts sagen. Ich meine, ich habe mir das ja freiwillig ausgesucht. In welchen Hubschrauber? Ach lol! Ja, den da drüben, der angegriffen wird. Der Hubschrauber, der voller Zombies ist. Ich werfe ein paar Granaten rüber. Ich hab's mir selber aus, um YouTube aufzunehmen und das macht mega Spaß. Ja eben, macht echt Bock, also. Kann man nichts sagen. Saß. Hier ist übrigens der Doktor, der ist wieder mal ganz allein. Also ich glaube, dass die Folge halt viel zu lang wird, aber mal egal. Es macht Bock, dann wird es halt so eine Special-Folge. Ach, du meinst insgesamt dieses ganze Kapitel Jerusalem? Ja genau, ich meine jetzt das erste Kapitel von Jerusalem. Exakt. Lang? Ja, glaube ich. Ich meine, das dauert, weil hat jetzt nicht Special nur Folge, ein paar die keiner sehen will, weil die Leute verwöhnt sind und immer nur 10 Minuten zusammen gekatteten Müll sehen wollen. Nee, ist wirklich so. Auf YouTube sind die Leute so verwöhnt, die wollen immer alles 10 Minuten zusammen hoch aufgekatteten Müll. Statt mal so eine halbe Stunde oder so entspannten Gameplay zu. Ich sag mal so, wenn das so wäre, würde sich keiner einen Stream anschauen. Ja, Streams schon. Aber ja, ich weiß, man muss Leute, halt unterscheiden, ne? Die Leute, zum Beispiel Videos, also ich gebe für mich zu, mehr als 20 Minuten müssen es nicht sein, aber 20 Minuten kann man sich schon mal geben. Ja. Wenn das Komm, Video jetzt, interessant ist. Jetzt muss ich dieses Ding davon Predator einblenden. Get to the chopper.
von Arnold, Alter. Meine, wieso kommen keine die jetzt Ahnung, hoch? Ach Marco, Mann! Ich habe keinen Plan von Film. Du hast einfach kein Grundwissen oder kein Kulturwissen. Kultur ja, hallo, wissen. Ich meine, wenn man Predator Film. Den Film nicht kennt, was los mit dir, Junge? Predator, ich erstmal so, alle abhaten in den Kommentaren, bitte, danke. Bitte nicht abhaten, ich hab euch alle lieb. Nur Mumu. Oh, ich hab gar keine Money mehr, geil. Ich flank da mal eine Granate unten rein. Das Ding ist, was mir bei den letzten Folgen aufgefallen ist. Ja. Meine Stimme hört sich mega nervig an, wenn ich nicht aufnehme. Also wenn die quasi durch die Party kommt. Echt? Das hört sich irgendwie voll unschön an. Ich finde, die hört sich exakt so an. Ich finde nur, dass meine Stimme sich einfach grätzig anhört. Also das ist kein Spaß. Das hört sich zwar für alle irgendwie so an, so von wegen, ja, meine Stimme in Aufnahmen ist richtig ekelhaft, aber... Nein, die hat so einen hässlichen Ton. Stört mich nicht in Aufnahmen, da habe ich mich schon dran gewöhnt. Mir geht es darum, dass ich, wenn ich selber aufnehme, ist kein Problem. Aber sobald ich mit dir aufnehme und also ich meine, sobald ich du aufnimmst und ich in der Aufnahme drin bin, hört sich das irgendwie so blechern an. Ach, da ist eine Munikiste, geil. Das hört sich ganz komisch an irgendwie. Weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir ihn jetzt noch, wir müssen ihn nicht drauf verteidigen. Okay, es geht. Molotov. Ah, oh, okay. Kommt drin! Kommen, Marco! Von wo denn? Ah ja, ich auf deiner Seite. Breite. Wir müssen den Hubschrauber erreichen. Los! Okay, drin. Der Typ hat gesagt, jetzt ein Fuck-Auto hier. Los! Na hä, wir kommen dann nicht hoch. Ah, jetzt hat. Oh, Alter, jawoll! Okay. Ja, wie die alle noch da laufen. Vor allem, die laufen so vorbei. Oh, das sieht schon geil aus. Wie das Geiles Tor, also alles Szene, brennt. Aber das kann nicht mit dem Film mithalten. Was mich ein bisschen enttäuscht. Aber Sieg! Da würde ich auch mal wieder sagen, das war's mit einer richtig geilen Folge von World War Z mit Tim, Folge, Olli und dem geilen Willi. Der geile Willi, ja, das stimmt. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr weiter so geiles Premium-Gameplay sehen wollt, schaut die anderen Folgen an und die noch folgen werden. Und genau wie Tim gesagt hat, lasst ein Like da. Ciao! So, ich heile mich mal kurz. Oh, ich bin ja richtig low. So. Ich habe jetzt auf so einen Spruch gemartet wie, ja, und was war im Game oder irgendwie sowas, aber okay. Ich kann nicht nur, also da habe ich noch nicht mal drüber nachgedacht.